Julia Kluth hat hier diesen Konter abgefangen und vorne vom linken Flügel verwandelt Christine Schröder zum Ausgleich von Katharina Hille mit der 15 soll das Spiel beim MTV machen. Aber dieser Versuch wurde wieder gestoppt. Und Schwerin bleibt druckvoll. Auch wenn dieser Ball den Weg ins Tor nicht findet. Wunderbarer Wurf von Julia Kluth. Die Gäste gehen erstmals in Führung. 6:5 für Schwerin. Und die nächste Chance wird vereitelt. Aber die Gäste bleiben in Ballbesitz. So, in der 15. Minute kommt Janine Hetzer mit der Nummer 8 ins Altlandsberger Spiel. Sie gehört zu dem ganz erfahrenen Aufgebot. Sie hat lange Jahre für verschiedene Vereine in der zweiten Liga gespielt, natürlich auch hier in Altlandsberg. Seit dieser Saison tritt sie etwas kürzer und spielt in der zweiten, während wir gerade den Ausgleich gesehen haben. 6:6 für dieses Tor sorgt Altlandsbergs Linksaußen Anne Rumland, der 7. Ja, eine Torflut, meine Damen und Herren, sehen wir bisher noch nicht. Spielstand 6:6 nach 17 Minuten. Die Abwehrreihen dominieren und vor allen Dingen sehen wir sehr gute Torhüterleistungen auf beiden Seiten. Und wir sehen eine Steffi Zase, die mit ihren Nerven zu kämpfen hat. Und wir sehen den 7. Treffer für Grün-Weiß. Torschützin mit der Nummer 9, Wendy Künzel, ihr 3. Treffer. Zwei Großchancen versiebt. Das kann sich gegen so eine gute Mannschaft wie Schwerin rächen. Gelbe Karte für Marion Prima. Auch sie jetzt ganz offensiv
gegen Schwerins Spielmacherin. Meter. Herausgeholt von Kerstin Felgel. Und verwandelt von Wendy Künze. Neuer Spielstand 8:6 für Grün-Weiß Schwerin. So, Alt-Landsberg hat weiter gewechselt. Anna Haude ist jetzt auf der Spielmacherposition. Sie ist eigentlich dort die Etatmäßige Nummer 1. Maika Noack im Tor des MTV ist auch eine sehr erfahrene Frau. Hat früher auch in der ersten Mannschaft gespielt, die ja jetzt in der zweiten Bundesliga zugange ist. Die erste des MTV spielt heute in Wolfsburg. Und wieder eine vergebene Chance von Steffi Zase. Ich denke, jetzt wird es bald einen Wechsel geben. Zweite Welle erfolgreich abgeschlossen von Wendy Künze, die diesem Spiel ihren Spielstempel aufdrückt. Und das hat zur Folge, dass der MTV die erste Teamauszeit nimmt. Ich glaube, da gibt es auch einiges zu korrigieren. Ja, Schwerins Damen präsentieren sich hier in Alt-Landsberg so, wie man das erwarten konnte. Eine technisch-taktisch sehr gut ausgebildete Mannschaft, ohne erkennbare Schwächen auf irgendeiner Position. Da haben Trainer Andreas Bartlau und seine Assistenten wirklich sehr gute Arbeit verrichtet. Wir sind in der 22. Minute. Spielstand 6:9 aus Sicht der Gastgeberin. Technischer Fehler von Janine Hetzka, die keine Anspielstation gefunden hat. Wunderschöne Einzelleistung von Christine Schröter,
Sie erzielt den 10. Treffer für die Schwerinerin. Neuer Spielstand 10-6. Pardon, Kerstin Felke. Anne Ruhmland vergibt diese gute Konterchance. Sowas sehen wir eigentlich von ihr besser. Da ist wohl doch nach wie vor noch eine Menge Nervosität im Spiel und großer Respekt vor dem heutigen Gegner. Nächster Treffer für Kerstin Felke. Sie erhöht auf 11-6. Viel wovon Jasmin Weise sie ist. Jetzt auf dem rechten Flügel für die heute etwas indisponiert wirkende Stefanie Zase. Man muss allerdings zu Steffi Zase auch sagen, sie war erkrankt, hat bis Montag noch ein Antibiotikum nehmen müssen, konnte erst einmal trainieren. Überhaupt gab es ein paar Probleme. Anne Haude, die gerade diesen 7 Meter rausholt, eine Medizinstudentin, hatte gar keine Möglichkeit, in dieser Woche zu trainieren. Deswegen hat sie auch nicht angefangen. 7 Meter Chance für den MTV und Jasmin Weise versucht ihr Glück. Tja, da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. Der MTV